Salvete des Kibuli des Kibulekum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Genau, ich kann gleichzeitig sprechen. Nee, das ist der Moritz, der sitzt da neben der Kamera. Das hier ist nämlich seine Wand. Das ist Moritz seine Wand, wir können sie mal anfassen. Wow! Und das ist auch Moritz sein Licht. Und hier ist auch Licht und hier ist auch Licht. Und wir haben gerade hier ein Musikvideo gedreht. Und da habe ich mir gedacht, der Moritz geht jetzt eh hoch, nämlich das Video bearbeiten. Und was soll ich tun? Ich habe schon alle Instagram-Seiten gestalkt, also mache ich doch einfach mal eine Folge OMG. Und passend zu dem Thema, weil wir hier jetzt gerade die ganze Zeit gearbeitet haben, habe ich mir gedacht, ich rede mal ein bisschen über YouTube. Also wie fängt man eigentlich an mit YouTube? Weil viele wollen ja damit anfangen, aber schaffen das dann doch irgendwie nicht. Und ich werde immer wieder gefragt, hey, wie hast du mit YouTube angefangen? Wie bist du drauf gekommen? Wie hast du es geschafft, die Angst zu überwinden, einfach in die Kamera zu sprechen und so weiter und so fort? War das bei dir auch so, Moritz? Nein. Nee, Moritz hört gar nicht zu. Ich singe in die Kamera. Okay, auf jeden Fall, ich denke, das größte Problem bei den meisten ist, dass sie sagen, ja, sie haben Angst, dass wenn sie ein Video aufnehmen, dass es halt so schlecht ist, dass sie in der Schule irgendwie gemobbt werden deswegen. Und dann denke ich mir, das ist ganz egal, ob du jetzt YouTube machst oder irgendein anderes Hobby, die Leute werden immer darüber sprechen. Und es ist eigentlich egal, ob du jetzt halt Videos für eine Webplattform machst oder ob du Fußball spielen gehst. Wenn du in etwas scheiße bist, dann reden die Leute drüber. Das Problem ist ja, wenn du anfängst, du kannst dich davon ausgehen, dass du von Anfang an gut bist. Das ist wie bei jedem anderen Hobby auch, beim Zeichnen, ich kann es halt von mir sagen, auch vom Beatboxen. Am Anfang bist du halt echt schlecht und du musst halt ein paar Mal auf die Fresse fliegen und du musst ein paar Mal lernen, okay, so mache ich es nicht und so mache ich es auch nicht, dass du halt dann irgendwann somit auf den richtigen Weg kommst. Ich würde sagen, der Erfolg bei allem besteht darin, dass man von Misserfolg zu Misserfolg stolpert und dabei die Euphorie des Anfangs nicht verliert, quasi. Das heißt, man macht es einfach, weil man es machen will und nicht, weil man darüber nachdenkt, okay, ich mach's jetzt, ich will berühmt werden, ich mach's, damit meine Freunde mich akzeptieren. Das sind alles Gründe, die haben nichts mit dem Hobby an sich zu tun. Es geht darum, dass man einfach Spaß an der Sache selbst hat. Und wenn man das hat, dann ist der erste Schritt beim YouTube-Machen, fangt einfach an. Also es geht wirklich nur darum, einfach sich vor eine Kamera zu stellen. Ihr müsst noch nicht mehr hier das Licht haben. Schaut mal, das hier ist eine blöde Ringleuchte, die könnt ihr jetzt wegstellen. Dann wäre ich ein bisschen dunkel, bin ich auch, deswegen stelle ich nicht. Also kann man sie doch nicht weglassen. Ja, aber nein. Jetzt kriege ich das nicht mehr so hin, dass es da so steht. So, jetzt. So geht's, oder? Ja, genau. Nee, es gibt so ein paar Grundregeln beim YouTube-Machen auf jeden Fall, aber ich sehe gar nicht, wie lang die Zeit. Warum hast du das denn ausgestellt, Moritz? Da ist Moritz seine Kamera und da steht nicht, wie viel Zeit ich schon aufnehme. Das ist blöd. Ich rede einfach so ein bisschen improvisiert. Irgendwann hört sie ja von alleine auf, aufzunehmen und dann weiß ich, dass 12 Minuten vorbei sind. Okay, auf jeden Fall, die erste Frage, wie fange ich an? Einfach anfangen. Der erste Schritt ist es einfach anzufangen, eine Kamera sich zu schnappen, hinzustellen und zu reden. Hochladen und warten, bis Feedback gibt. Das kann am Anfang ein bisschen dauern, das ist auch normal. Am Anfang ist halt wirklich so, dass wenig Leute die Videos sehen. Am besten an Freunde weiterschicken, dass die es weitererzählen sollen. So ein bisschen, man muss halt da richtig hart Promo machen. Das ist halt am Anfang ganz normal. Und dann freut man sich mal, wenn man mal ein Like hat. Und dann freut man sich sogar mal, wenn man sogar mal 10 Likes hat. 10 Likes, man muss sich jetzt vorstellen, ein Video bekommt 10 Likes. Okay, der hört gar nicht zu, der lädt gerade ein Bild auf Instagram hoch. Auf jeden Fall ist das halt am Anfang, ist es ein steiniger Weg, aber wie bei anderen jedem Hobby auch. Und deswegen fangt einfach an mit YouTube. Wenn ihr YouTube machen wollt, dann tut es einfach. Und lasst euch nicht, vor allem ganz viele suchen immer ganz viele Ausreden, dass man sagt, ich habe aber nicht die richtige Kamera und das Licht ist auch nicht so gut. Außerdem habe ich hier gerade einen Pickel bekommen, da kann ich nicht aufnehmen. Nee, das ist egal. Okay, ich meine, das Licht, das kann man sich dann auch währenddessen, irgendwo besorgen. Man kann sich vor ein Fenster stellen, man braucht nicht mal so eine Ringleuchte und hier sind ja so Softboxen, das braucht man gar nicht für den Anfang. Es reicht eigentlich bloß, sich vor ein Fenster zu stellen, eine normale Kamera, die vielleicht HD aufnehmen kann, das wäre natürlich perfekt. Das hier ist jetzt die 600D, ne, 600D. Und da drauf ist auch jetzt ein Richtmikrofon, ein Shotgun-Mikrofon von Rode. Gibt es auch ganz relativ günstig, kostet nur 100 Euro oder so oder 120 Euro auf Amazon. Es gibt halt so ein paar Spielereien, die kann man sich dann besorgen und da wird dann auch die Qualität besser. Aber der wichtigste Teil ist natürlich der Content. Das bedeutet, der Inhalt muss stimmen. Es ist außenrum ist erstmal egal, man kann noch so ein tolles Equipment haben. Wenn der Inhalt einfach nicht stimmt, dann will man einfach nicht geschaut werden. Das beste Beispiel dafür ist Cold Mirror, ne Moritz? Ja. Cold Mirror ist einfach, die macht seit 200 Jahren einfach Webcam-Videos oder was weiß ich. Also wirklich Videos, wo die Kamera während dem Aufnehmen runterfällt und so. Und trotzdem hat sie genug Abonnenten und trotzdem wird sie auch gehört, weil der Inhalt ganz, ganz wichtig ist.
Und das sind wir dann bei einem Punkt, man muss natürlich überlegen, bevor man mit YouTube anfängt, was will ich überhaupt machen, in welche Richtung will ich gehen, will ich Let's Plays machen, will ich Vlogs machen, will ich Musik machen, und da muss man sich überlegen, dass man halt erstmal natürlich anfangen ist ganz, ganz, ganz wichtig bei allem, egal ob Vlog, Musik oder Let's Plays, aber man muss natürlich auch über die Technik ein bisschen Gedanken machen, wenn man Let's Plays macht, wie nehme ich das auf und so weiter und so fort. Wo wir dann auch bei dem Punkt wären mit Schnittprogramm, das ist natürlich auch so eine Sache. Habt ihr ein Mac oder habt ihr ein Windows? Und dann braucht man natürlich verschiedene Programme. Für Windows würde ich Premiere empfehlen zum Schneiden von Adobe, Premiere oder After Effects für die Effekte. Beim Vloggen braucht man das, glaube ich, nicht so. Für Mac gibt es dann, was habt ihr für ein Programm? Du hast ein Mac, ich habe kein Mac, deswegen. Dann kannst du auch alles Premiere, Final Cut. Gibt es auch, Final Cut zum Beispiel. Oder, was hast du jetzt da oben? Da oben ist Sony. Sony Vegas. Sony Vegas ist für Windows. Okay, siehst du, also gibt es ja so ein paar Programme. Aber fürs Schneiden reicht eigentlich auch Windows Movie Maker, wenn es das überhaupt noch gibt. Das gab es mal 2008, als ich Videos gemacht habe, gab es das. Aber es geht ja erstmal darum, dass man so ein bisschen Überblick hat, dass man nicht in einem One-Taker, so wie ich jetzt hier mit der OMG-Folge, sondern dass man halt so ein bisschen schneidet, ne? Dass es so ein bisschen kompakter wird, dass die Information auch gut überliefert wird. Ich würde sagen, ich glaube, ich habe jetzt schon relativ lang geredet. Kannst du noch eine machen, ich gehe jetzt hin. Ja, der Moritz geht jetzt gleich Video bearbeiten. Ich habe eigentlich gedacht, dass er während des Videos schon Video bearbeiten geht. Aber okay, also ich würde sagen, als Erfahrung des YouTubers, tschüss. Ich bin ja jetzt kein erfahrener YouTuber, ich mache das jetzt ja auch erst 6 Jahre oder so. Scheiße. Ach Gott, fuck. Naja, das habe ich mir aber versprochen. Ich glaube, dass das Geheimnis des YouTube-Machen ist, dass viele so viel Angst und so viel Respekt davor haben, weil sie sehen, guck mal, da schauen Millionen deine Videos, dass sie sich einfach nicht trauen anzufangen. Und die Leute, die dann wirklich erfolgreich sind, sind halt genau, guck mal, da kommt auch gerade der Finn rein, das ist der Bruder von Moritz. Ich nehme gerade eine OMG-Folge auf, wisst ihr, wann es wird? Willst du das auch? Der will auch mit YouTube anfangen, aber er traut sich nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen zu klein. Kannst du mal springen? Wo ist der Finn? Sag mal Hallo Zuschauer. Hallo Zuschauer. Okay. Gut, das war's dann soweit. Der Finn zum Beispiel will auch mit YouTube anfangen, aber er kriegt einfach nicht den Arsch hoch. Und das ist, denke ich, die Kernaussage des YouTube-Anfangs, dass man einfach zu viel Respekt hat, weil man sagt, oh, da schauen Millionen Leute meine Videos. Und man traut sich dann doch irgendwie nicht. Aber die Leute, die YouTube machen und erfolgreich sind, das sind ganz normale Menschen, die begreifen das vielleicht auch manchmal gar nicht, wie viele Millionen Menschen da wirklich zuschauen. Die denken halt, ja, ich mache meine Videos und gut ist. Ich denke, jeder, falls jetzt hier ein YouTuber zuschaut, der viele Abonnenten hat, der wird mir zustimmen und sagen, klar, wenn ich die Zahl so sehe und drüber nachdenke, dann denke ich schon, fuck, ist das krass. Aber es ändert sich ja nichts an dem, wie ich YouTube eigentlich sehe, dass ich das jetzt einfach als Chance sehe, einfach meine Gedanken zu verbreiten. Also man darf da echt, man muss Respekt davor haben, aber auch keine Angst. Ich denke, das ist so die gesunde Mischung. Genau, ich habe jetzt eigentlich fast nur über das Mindset geredet, also darüber, wie man die Sache angehen soll, aber wie man das dann konkret angeht, habe ich jetzt irgendwie außen vor gelassen. Wenn ihr das jetzt noch sehen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare, dass ich mal konkret sage, pass auf, ihr stellt euch hin, ihr schreibt euch ein Skript, bla bla, und macht wirklich die Arbeitsschritte mit euch mal, zum Beispiel, wie man mit YouTube anfangen kann. Genau, ansonsten Daumen hoch, wenn ihr das sehen wollt, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann natürlich auch einen Daumen hoch für die schöne Beleuchtung, die hier noch steht. Sieht man das eigentlich im Bild? Nee. Genau. Schreibt es dann in die Kommentare und schreibt dann noch ein anderes Thema für eine andere OMG-Folge dann in die Kommentare, und dann kann ich ja auch mal ein bisschen drüber reden, und dann würde ich sagen, haut da rein, ist dann euer Race-Team.